Herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Oh. Du meine Güte, vom nächsten Portal gehen sehr starke Emotionen aus. Oh. Was auch immer das Vergessen versucht hat zu verbergen, darin versteckt sich eine Menge Wut und Verderben. Ohne Wehen und Klagen muss ich mich daran wagen. Oh. Ich hätte es selber nicht besser sagen können. Nun geh durch das Portal und finde heraus, was das Vergessen dazu gebracht hat, das Vertrauen zu verlieren. Du warst ja so hilfsbereit. Mhm. Ich ahne Schlimmes. Oh, hallo, Schatz. Genau, wen ich sehen wollte. Sag mir, dass du all diese hässlichen Nachtdornen bemerkt hast, die überall im Dorf wachsen. Und manche Dorfbewohner verlieren ihre Erinnerungen. Merlin hat nicht die geringste Ahnung, was die Ursache ist. Keine Sorge, ich werde ihm nicht sagen, dass alles deine Schuld ist. Meine Schuld? Natürlich ist es das. Das Dorf spiegelt dich ganz eindeutig wider. Deine Träume, Wünsche und Ängste. Ja. Wir haben alle bemerkt, dass du in letzter Zeit nicht du selbst bist. Was? Nein, es geht mir gut. Na, 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 lüg mich nicht an. Du weißt, dass ich das hasse. Keine Sorge, alles ist in Ordnung. Du bist einfach nur ein Teenager. Du siehst die Welt endlich so, wie sie ist. Grausam und gemein. Vielleicht hast du recht. Das habe ich immer. Vertrau mir. Schließlich müssen wir auf uns selbst aufpassen. In der Tat, folge mir. Du hast noch viel zu lernen. Worauf wartest du noch? Los! Wehe, wenn das nicht wichtig ist, genau. Hallo. Da wären wir. Pass gut auf, Schätzchen. Diese waren bereits hier, seitdem wir uns erinnern. Wenn du Merlin fragen würdest, würde er dir sagen, dass sie die Tugenden symbolisieren, die dieses Dorf zusammenhalten und beschützen. Bla, 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 bla. Dieser Mann liebt es, sich selbst reden zu hören. Beleidige Merlin nicht. Wie schade. Du bestehst immer noch darauf, Merlin zu verteidigen, obwohl er nichts anderes getan hat, als dich anzulügen. Was? Wie meinst du das? Ah. Hm? Merlin hat dir gesagt, dass die sollen das Dorf schützen, aber das tun sie nicht. Sie hindern brillante Menschen wie uns nur daran, unser volles Potenzial auszuschöpfen. Alles, was er dir über Licht und dunkle Magie erzählt hat, Freundschaft, Vertrauen und so weiter, sind nichts weiter als Lügen, um dich unter seine Kontrolle zu halten. Das glaube ich dir nicht. Nun, es gibt eine Möglichkeit, das herauszufinden. Reiß die Kugel aus der Säule, dann wirst du sehen, dass ich die Wahrheit sage. Oh, du bist noch... Ich grinse irgendwie seltsam. Wieso hat das so lange gedauert? War nur Spaß. Die Kugel. Schätzchen, du hast es geschafft. Keine Sorge, ich entsorge sie sicher, damit sie nicht in die falschen Hände gerät. Siehst du, fühlt sich nicht alles besser an, jetzt da diese lästige Säule nicht mehr im Weg ist? Es fühlt sich falsch an. Falsch? Sei nicht so närrisch. Du hast dich zu sehr an alles gewöhnt. Schon bald verstehst du, was ich meine. Ich kann es kaum erwarten, dir zu zeigen, wie viel mehr das Leben ohne Merlins lästige Regeln zu bieten hat. Zuerst musst du mir allerdings einen klitzekleinen Gefallen tun. Na super, noch ein Gefallen. Wo sind deine Manieren, Gameplayerin? Nur weil du erwachsen wirst, bedeutet das nicht, dass du die hinter dir lassen kannst. Lass uns zur Sache kommen. Ich bin am Boden zerstört, da ich einige meiner wertvollsten Besitztümer verloren habe. Einen juwelenverzierten Spiegel. Ich war dabei, mich selbst zu bewundern, als ich ihn irgendwo hier ins Wasser fallen ließ. Wie ungeschickt von mir. Schon verstanden, keine Sorge. Deshalb liebe ich dich, Schätzchen. Du machst dich an die Arbeit, ohne unerwünschte Fragen zu stellen. Mhm.
Meine juwelenverzierten Spiegel zu finden, sollte für dich kein Problem sein. Benutze einfach deine Angelrute in den Gewässern in der Umgebung hier. Ich warte in der Nähe der großen Weide auf dich und mache sicherlich nichts Verdächtiges. Ich necke dich nur, Schätzchen. Bis bald. Ta-ta! Habe ich denn Zugriff auf meine normalen... Ja, habe ich. Okay. Ich denke mal, ich hoffe mal, dass das hier das ist. Nein. Ich habe wieder vergessen, wie man angelt. Oh nein, oh nein. Ich bin aber auf Ziehen gegangen. Achso, das war das, genau. Hallo, das war ja wohl eindeutig im grünen Bereich. Geht's noch? Oh, Leute. Nein, kommt. Ich habe Migräne. Ich kann mich jetzt nicht so konzentrieren auf so ein blödes Angelspiel. Ach, gut. Eine alte Sicherung habe ich gefangen. Die sollte ich aber, glaube ich, nicht fangen. Den Spiegel sollte ich fangen. Genau, das war's. Sind hier noch irgendwo... Hallo, da hinten ist noch was. Steht nur aus dem Wasser. Ja, ja, steht nicht direkt, wo ich angeln soll. Hallo? Ist der jetzt da rausgesprungen? Toll, ein Ball. Super. Ja, wenn man schon nicht das bekommt, was man eigentlich haben will, dann freut man sich an anderen Dingen, die man bekommt. Oder auch nicht. Wie gesagt, mein Kopf ist im Moment ein bisschen extrem. Wenn ihr sehen würdet, wie ich hier gerade sitze mit Kühlakku und allem drum und dran und da drauf mein Headset. Ah, ein Spiegel. Sehr schön. Ist aber nicht juwelenverziert, da war ein Backstein oder sowas drunter. Ich weiß es nicht genau. Ich sage, ich möchte gerne eine Sprinttaste haben, damit ich nicht so langsam laufen muss. Den schmeißen wir jetzt da rein oder warum steht die jetzt Wieso hier? Hat das so lange gedauert? War nur Spaß. Mein Spiegel, du hast ihn gefunden. Das war ganz schön schnell. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Der Spiegel ist Schrott. Natürlich ist er das, Schätzchen. Dachtest du wirklich, ich würde jemals etwas Wertvolles fallen lassen? Oh, schaue nicht so entsetzt. Du musst aufhören, alles so ernst zu nehmen. Soll ich dir jetzt meinen Plan verraten? Weißt du, Gameplayerin, ich habe mich schon immer gefragt, ob deine Dreamlight-Magie vielleicht wie Rapunzels magisches Haar funktioniert. Also habe ich mir von Merlin ein kleines Buch geliehen. Ich habe es gegen ein paar Tränke und Zutaten von Ursula getauscht. Und jetzt, wo der Zauber der Kugel weg ist, kann ich nichts mehr davon abhalten, alles zusammenzuwerfen, um mich für immer in der großen Weide zu beschützen. Es ist nur zu deinem Besten, meine Liebe. Die Welt da draußen ist viel zu gefährlich. Vertrau mir, es ist besser so. Du wirst mit der Zeit sehen, dass ich eine sehr liebevolle Mutter sein kann. Oh. Ja toll, jetzt habe ich die Angel drin. So. Ach du meine Güte. Was hast du in der zweiten Erinnerung des Vergessens herausgefunden? Du siehst aus, als ob du einen Geist gesehen hast. Kein Geist, nur eine Gothel. Ich verstehe irgendwie den Witz hinter dem Bindestrich nicht ganz. Sie hat das Vergessen betrogen. Das Vergessen hat ihr vertraut und sie
Sie hat versucht, etwas Schreckliches zu tun. Es tut mir so leid, Kindchen. Wenn wir uns alleine fühlen, sind wir oft am verletzlichsten. Oh. Ich weiß nicht, ob uns das der Rettung des Tals näher bringt, aber vielleicht verstehst du das Vergessen jetzt ein bisschen besser. Der Schmerz des Vergessens wird für mich sehr real. Wie könnte das Vergessen jemals wieder jemanden vertrauen, nach dem, was Mutter Gothel getan hat? Wenn das alles vorbei ist, werde ich ein ernstes Gespräch mit dir führen müssen. Vertrauen ist zerbrechlich, meine Liebe. Wir müssen wachsam sein. Wird es einmal zerstört, ist die Chance auf eine Reparatur sehr klein. Ich fürchte, wir haben noch nicht alle Antworten, die wir brauchen. Aber vielleicht finden wir sie mit Hilfe deines letzten Portals. Folge mir. Wie die immer am Laufen ist. Dippel, dappel. Oh. Hör genau zu, Gameplayerin. Mm. Hinter diesem Portal findest du die letzte verlorene Erinnerung des Vergessens. Mm. Was auch immer hier passiert, sie hat es zu dem gemacht, was sie jetzt ist. Ich glaube nicht, dass es das absichtlich gemacht hat. Die Nachtdorn und das Vergessen, all das schien außerhalb der Kontrolle des Vergessens zu liegen. Aha. Das mag sein, ja. Aber wenn man einsam und unsicher ist, kann man sich leicht selbst verlieren. Sammle dich, meine Liebe. Warte nicht nochmal. Geh mutig voran und schreite durch das Portal. Mhm. Wenn es dir zu viel wird, kannst du dich darauf verlassen, dass ich hier bin und warte. Du warst ja so hilfsbereit. Hallo? Ist da jemand? Was Gano will. Achso. Ich denke mal, der wird dann zu Hause sein, oder? Oder auch nicht. Scar. Wo bist du? Bist du verbuggt oder hast du dich versteckt? Ach, da ist er. Scar. Oh, hallo. Ah, na endlich. Du bist die Einzige hier, die kein absoluter Idiot ist. Oh, danke, du bist auch kein Idiot. Hm. Ich fühle mich geehrt, dass du mir ein so großes Kompliment machst. Ich habe eine kleine Frage an dich. Aha. Es scheint mir, dass diejenigen von uns, die weise, stark und schlau sind, die Führung übernehmen sollten. Das klingt ein bisschen böse. Ach, gut. Böse, lächerliche Unterscheidungen, die dir der aufgeblasene Schwätzer mit der zotteligen weißen Mähne in den Kopf gesetzt hat. Leider gibt es eine kleine Unannehmlichkeit, die uns daran hindert, die Macht zu übernehmen. Es ist dieses Ungetüm dort am Ende des Flusses. Du meinst die Säule und die Kugel der Pflege? Ganz genau. Der Schwätzer mit der weißen Mähne verbringt Stunden damit, sie zu untersuchen und so zu tun, als würde er versuchen, ihre Macht zu verschwinden. Aber ich bin mir sicher, dass er über uns wacht. Sozusagen, um uns in Schach zu halten. Ich schätze, wir können die Kugel herausreißen, so wie ich die Kugel auf der Lichtung des Vertrauens herausgerissen habe. Ganz genau. Und das ist genau das, was ich versucht habe. Aber sie scheint sich von der Natur um sie herum zu ernähren. Wenn nur jemand die Flora und Fauna verletzen könnte, natürlich nur vorübergehend, wäre es vielleicht möglich, sie zu zerstören. Versucht er mich auszutricksen? Genau wie diese Mutter Gothel? Ich kann ihm nicht trauen. Aber ich kann Merlin auch nicht trauen. Na gut, ich mache es. Ich werde die Kugel aus der Säule holen. Ich wusste, dass du zur Vernunft kommen würdest. Wenn ich es wäre, würde ich damit anfangen, die hässlichen Blumen zu zerstören, die überall verstreut sind. Ich habe mich noch nie für sie interessiert. Du hast es geschafft. Hurra! Okay, wir treten jetzt einfach mal die Blumen platt. Keine Ahnung, wie uns das helfen soll im Leben, aber da ist noch eine. 3. 8 Stück brauchen wir.
4. Ich denke mal, hier oben werden wahrscheinlich keine Blumen sein, ne? Ah ne, das ist nur dieses Grüne. Diese Glühwürmchen oder was auch immer. So, da ist noch eine. 6. Hm, jetzt wird es schon eng. Eine sehe ich noch. 7. Da. Ich wollte gerade noch fragen, wo ist die letzte? Und schon habe ich sie gesehen. 8. Sehr schön. Sei gegrüßt. Ah, du kannst es spüren, nicht wahr? Was auch immer dieses Monstrum ist, seine Macht hat begonnen zu schwinden. Aber es gibt noch mehr zu tun. Was soll ich als nächstes machen? Weißt du, ich habe eine Idee. Aha. Sicherlich hast du schon bemerkt, wie das Unkraut sprießt. Die Nachtdorn, meinst du? Ja, wenn wir den Namen dieses Schwätzers für sie verwenden müssen. Egal, wie sie heißen, ich mag sie nicht. Ich mag sie, du nicht auch? Obwohl sie allem um uns herum das Leben auszusaugen scheinen. Um mehr zu erfahren, grub ich dort, wo man Samen erwartet hätte und fand stattdessen diese kleinen, dunklen Stücke. Ich nehme an, du könntest sie einpflanzen und sehen, was passiert. Versuch es in der Nähe der Säule selbst oder am Eingang zu den Höhlen dort drüben. Oder an dem Dreamlight-Baum, den Simba so gerne mag. Ich warte in der Nähe meiner Höhle, wenn du die Aufgabe erledigt hast. Dem jetzt gerade 25 gegeben? Das bleibt unser kleines Geheimnis. 15. In der Nähe des großen Dreamlight-Bonds, in der Nähe der Säule der Pflege. Du bist aber die Säule der Pflege, ne? Ist doch richtig. Nicht, dass ich das jetzt hier woanders hin mache. Hallo? Achso, rechte Maustaste. Ach ja. So. Ah ne, 5 brauchen wir, ja. So. Die... Sehe nichts mehr. Hallo? Ich kann aber anscheinend was pflanzen, so wie es aussieht. Auch wenn ich nichts sehe. Zack. Wenn wir jetzt... Moment, stopp. Das ist doch die Säule der Pflege. Ach so, und dich um sie kümmerst. Ach so, oh, ich dachte gerade schon... gut, dann. Nein, du sollst das... Na gut, das hat auf jeden Fall geklappt. Perfekt. In der Nähe des Mineneingangs und des Wasserfalls. Moment, der Mineneingang ist aber doch sonst immer hier gewesen, oder? Ja, genau, Mineneingang, Wasserfall. Die meinen aber den Wasserfall vom Mineneingang, nehme ich mal an. Hoffe ich doch. So. Tun wir die da auch rein. Zack. Und das. Ja. Jetzt war das gerade so perfekt. Dann machen wir es halt so. So. Das ist durch. Und in der Nähe des großen Dreamlight-Baums. Das ist ja der hier, ne? Also er meinte zumindest Simbas Lieblingsbaum. Obwohl der jetzt, soweit ich weiß, kein Dreamlight oder sowas drin hatte. Aber das war ja die Quest von Simba. So. Das habe ich jetzt schön in einer Reihe gestellt. Das heißt, das können wir jetzt schön alles nach und nach machen. Und einmal gießen, bitte.
Stelle die Kugel der Pflege in der Nähe der Säule wieder her. Ach so, Moment. Muss ich die jetzt nicht mitnehmen? Doch. Oder? Doch, meine ich doch. Wir müssen die noch mitnehmen. Stimmt, Kehre zu Scar zurück. Dum, 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 dum. Da ist er. Scar, erkläre mir, was ich noch nicht weiß. Da bist du ja. Du hast es geschafft. Bravo. Jetzt gib mir das lästige Ding einfach. Die Kugel der Pflege? Was willst du damit? Natürlich nur zur sicheren Aufbewahrung. Ich verstehe vielleicht nicht genau, was es ist, aber ich erkenne etwas Magisches und Gefährliches, wenn ich es sehe. Er will mich reinlegen. Er ist kein Deut besser als Mutter Godel. Du kannst mich nicht reinlegen. Ich weiß genau, was du vorhast, und ich werde nicht darauf reinfallen. Oh je, zügel dich, Gameplayerin. Siehst du nicht, dass ich schon genau das getan habe, was ich wollte? Schau dir an, was du alles kaputt gemacht hast. Die anderen Dorfbewohner werden dir das nie verzeihen. Was ich getan... Oh, es gibt keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Ich kann das Ganze einfach für dich regeln. Lass mich einfach das Dreamlight Valley regieren. Es wird eine große Last sein, aber ich bin bereit, dieses Opfer zu tragen. Außerdem ist das wirklich deine einzige Möglichkeit. Mach dich zum König und steh mir zur Seite. Oder lauf weg und komm nie wieder zurück. Du wirst nie König sein, Scar. Dafür werde ich schon sorgen. Ach, du undankbares Mädel. Nach allem, was ich für dich getan habe. Wenn du zur Vernunft kommst, ich bin in meiner Höhle. Heißt das, wir haben ihn eingeschlossen? Ach, je, wo kommt der denn jetzt schon wieder her? Da bist du ja! Gameplayerin? Nun, ich habe nach Scar gesucht, aber das ist egal. Ein Gespräch zwischen uns beiden ist schon lange überfällig. Nur zu, schrei mich an. Dich anschreien? Warum sollte ich? Oh nein, 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 ich bin nicht wütend. Ich bin ziemlich besorgt. Natürlich bin ich besorgt über alles, was im Tal vor sich geht, aber am meisten sorge ich mich um dich. Nun, du musst dir keine Sorgen machen, weil ich weglaufen werde. Ich werde weglaufen und nie wieder zurückkehren. Bitte, Gameplayerin, lass es mich erklären. Du musst nicht einmal zuhören, wenn du nicht willst. Nun denn, es ist nur natürlich, dass du es mit zunehmender Reife Teile von dir gibt, die du in Frage stellst. Dinge, die du hinter dich lassen willst. Aber es gibt einige Dinge, an die man nie den Glauben verlieren darf. Freundschaft, Liebe, Fürsorge füreinander, das ist die mächtigste Magie von allen. Sie sind die stärksten Kräfte in Disney Dreamlight Valley und, nun ja, überall. Sie fühlen sich nicht sehr mächtig an. Ich verstehe. Manchmal, wenn wir uns von der Liebe oder der Freundschaft abgeschnitten fühlen, mag es so erscheinen. Aber der Eindruck kann trügerisch sein. Du liegst uns allen sehr am Herzen. Ich verspreche, Liebe und Freundschaft sind immer für dich da, wenn du sie brauchst. Das ist eine Lüge. Jedes Wort, das ich gesagt habe, ist die Wahrheit. Sei vorsichtig auf dem Weg, den du beschreitest, Gameplayerin. Ich flehe dich an. Manche Dinge darf man nie vergessen. Einige Dinge müssen vergessen werden. Ja, die letzte Erinnerung. Und wir haben das Schloss komplett aufgedeckt. Wo sie offenbar irgendwie reingeflogen ist. Nun
Warum, Gameplayerin? Was hast du in der letzten Erinnerung gesehen? Skat, das Vergessen dazu gebracht, den Nachtdornen zu helfen, sich zu verbreiten. Und dann kam Merlin. Merlin warnte das Vergessen davor, den Glauben an die Liebe, die Freundschaft und die Macht der kleinen Taten, der Fürsorge zu verlieren. Aber es war zu spät. Das Vergessen war zu weit abgekommen. Wir dürfen nicht aufgeben. Merlin hat vielleicht einen guten Keim im Verstand des Vergessenen pflanzen können. Möglicherweise muss er nur ein wenig gegossen werden. In der letzten Erinnerung sah es so aus, als ob das Vergessen zu einem Schloss geflohen wäre. Ich habe dieses Schloss schon einmal gesehen. Es gibt noch eine andere Seite von Dreamlight Valley, eine Schattenseite. Du kannst durch Portale dorthin gelangen. Ja, natürlich. Wenn du das Vergessen retten willst, kannst du in dessen Heimat und dich dem Vergessen dort stellen. Aber wie komme ich dorthin? Vielleicht ist es an der Zeit, dass ich mich mit Merlin darüber unterhalte. Oh, bevor ich aufbreche. Jetzt, wo die Erinnerungen des Vergessens wiederhergestellt sind, ist die Kugel der Erinnerung repariert. Sei so lieb und bringe sie zur Säule im vergessenen Land zurück, während ich Merlin besuche. Auf Wiedersehen und bis bald. Du warst ja so hilfsbereit. Aua, war das jetzt laut über die Kopfhörer? Okay, die soll ich aufheben? Nach all der Zeit sind wir hier, von Angesicht zu Angesicht. Ich habe plötzlich all diese Erinnerungen im Kopf. Du musst sie auch gesehen haben. Du weißt also sicher schon, was ich bin. Du bist mein inneres Kind, stimmt's? Du hast dich von mir getrennt, als ich aufgehört habe, Dreamlight Valley zu besuchen. Inneres Kind? Aber wie können wir wirklich sagen, wer von uns die wahre Gameplayerin ist? Vielleicht bist du nur der Teil, der erwachsen geworden ist. Ein Teil von mir, das mich verlassen hat. Keine falsche Bewegung. Das spielt keine Rolle. Ich will einfach nur helfen. Ich will dich nicht verletzen, wirklich nicht. Ich will dir helfen. So denkst du über mich? Dass ich eine Art Schwächling bin, der Hilfe braucht? Vielleicht habe ich das, früher, aber jetzt nicht mehr. Hilfe zu brauchen bedeutet nicht, dass du schwach bist. Genau das hat Merlin versucht, dir zu sagen. Sich um andere zu kümmern, das ist nichts, was man hinter sich lässt. Es macht uns stärker, nicht schwächer. Es hält das Tal zusammen. Bitte, lass uns dir helfen. Glaubst du wirklich, ich habe nicht versucht, um Hilfe zu bitten? Nach dem Tag mit Scar konnte mich niemand mehr hören. Ich war im Schatten gefangen, allein, verloren. Es kostet mich jetzt all meine Magie, nur um ins Licht zu treten. Aber jetzt bist du hier. Lass uns alles in Ordnung bringen. Alles in Ordnung bringen? Das ist genau, was ich versucht habe. Ich habe mich nicht versteckt. Ich hatte viel zu tun. Beschäftigt? Womit? Erwartest du von mir, dass ich dir einfach meinen ganzen Plan erzähle? Wie ein Bösewicht am Ende eines Films? Du vermittelst so eine Aura. Wenn du einen Plan hast, kann ich dir helfen. Du kannst mir niemals helfen, weil du mich nie verstehen wirst. Es gibt nur einen Weg, um sicherzustellen, dass niemand jemals auf die dunkle Seite des Dreamlight Valley gezogen wird. So wie ich. Es gibt nur einen Weg, um sicherzustellen, dass niemand jemals wieder so einsam ist. Ich muss die Mauern zwischen den Welten einreißen, zwischen Dreamlight Valley und der anderen Seite. Jetzt habe ich das Letzte, was mir noch fehlte. Das Mittel, um den Zauber zu verstärken. Die Kugel der Erinnerung.
Und yeah. Wow. Moment, hier bin ich. Da musste die Fee irgendwo hier sein, ne? Steht die bei... Ne, die stand nicht bei sich vor der... Moment. Was hatte sie gesagt? Ach, die ist da oben am Teich. Gute Fee. Lass mich hier mal eben ein bisschen aufräumen. Jetzt komme ich hier gar nicht durch. Gameplayerin, es ist etwas passiert, nicht wahr? Der Himmel über das Tal scheint sich zu öffnen. Warte einen Moment. Was ist mit der Kugel der Erinnerung passiert? Das Vergessen ist aufgetaucht und sie hat sie mir gestohlen. Das Vergessen? Oh je. Das ist noch nicht alles. Das Vergessen plant eine Art Zauber, um die Mauer zwischen den Dreamlight Valley und der Schattenseite einzureißen. Nichts davon ergab einen Sinn. Du meine Güte. Es will das Gewebe der Realität einreißen, die Mauer zwischen einer Welt und der nächsten zerstören. Das ist eine sehr gefährliche Art der Magie. Mit dem kleinsten Ausrutscher kann das Vergessen alles zerstören. Alles. Du meinst das ganze Dreamlight Valley? Oh nein. Nein, ich meine alles. Oh. Dreamlight Valley, die Schattenseite, das hier und dort, die Reiche. Vielleicht sogar die wache Welt. Doch, da hinten kommt Merlin, das ist doch praktisch. Ich werde dafür sorgen, dass das nicht passiert. Mein verlorenes inneres Kind wird das Universum nicht zerstören. Ich weiß, dass ich es aufhalten kann. Es ist schwierige Magie, meine Liebe. Im Moment ist das Dreamlight Valley sicher und stabil. Aber wir müssen tun, was wir können, denn es ist noch sehr labil. Was denn jetzt? Ist es stabil oder labil? Bald wirst du keine andere Wahl mehr haben, als die Schattenseite des Dreamlight Valley zu betreten und dich dem Vergessen zu stellen. Ich werde mit Merlin besprechen, wie wir das machen können. In der Zwischenzeit solltest du das tun, was du immer getan hast. Kümmere dich weiter um das Dreamlight Valley. Okay, irgendwas ist... Ach, das war der Rabe, der hier die ganze Zeit rumgeflogen ist. Gut, dann gehe ich jetzt mal irgendwo hin, wo nicht ganz so viel Chaos um mich herum ist. Weil... Ach so, das ist sie. Oh, ich dachte gerade schon. Weil ich nämlich sonst gar nichts mehr sehen kann. Ja, ihr Lieben, eigentlich wollte ich ja nochmal so eine Aliensuche hinten dran hängen. Aber ich bin ganz ehrlich, diese Folge ist jetzt weit über eine Stunde. Das heißt, ich werde sie auf jeden Fall in zwei Teile splitten. Und ja, möchte natürlich auch, dass dieser Teil nicht zu lange wird. Deswegen sage ich mal kurz und knapp, ich verabschiede mich erstmal für heute. Die letzten zwei Folgen haben wir mal wieder wahnsinnig Spaß gemacht. Es war keine Sammelfolge. Ja. Ich freue mich ja immer über die neuen Quests. Und ja, ich freue mich auch darüber, dass wir mal ein bisschen mehr vom Hintergrund erfahren. Hoffe, dass wir diese Geschichte endlich mal abschließen können. Ich befürchte allerdings, dass dann mal wieder irgendwas dazwischen kommt und das wieder weiter hinausgezögert wird. Ich bin mir nicht sicher, aber naja, wir werden es auf jeden Fall sehen in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.